Hallöchen, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Resident Evil 2. Ja, diesmal mit Claire, weil wir mit Leon ja schon durch haben. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass wir jetzt mit Claire weiter zocken können. Wir machen auf jeden Fall ein neues Spiel, zweiter Durchgang. Und auf geht es. Claire Redfield, ein anderer Albtraum, wartet auf Claire Redfield, die noch nicht weiß, wie sehr ihr bisher sehr gewöhnliches Leben ändern wird. Ja, schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Wir spielen auf jeden Fall auf Standard, wie bei Leon auch. Und von daher würde ich sagen, viel Spaß beim Intro. Wieso denkt jeder, ich komme in Schwierigkeiten? Nicht schießen! Runter! Los jetzt! Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Claire! Claire, alles klar? Mir geht's gut. Was ist mit dir? Ich muss weg hier, ist nicht sicher. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. Passt sicher vor mir hier. Ja, und da starten wir jetzt mit Claire. War so ein kleiner Zusammenschnitt von dem Intro. Ja, passiert ja auch nicht. Passiert ja auch im Endeffekt das gleiche im Intro. Von daher ist das ja auch nichts Neues. Das Einzige, was jetzt neu ist, wir starten auf jeden Fall hier. Ja, das ist ein Friedhof. Hier wurden die Leichen begraben. Ja, wir gehen auf jeden Fall weiter. Wir schauen mal, wie es mit Claire wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, ich habe nur so einen kleinen Teil mal früher gezockt mit Claire. Also durch habe ich mit Claire noch nicht gemacht. Ich habe nur so einen. Ah, da hört man schon Hubschrauber oder hatte man gehört. Und dementsprechend gucken wir mal, was auf uns mit Claire jetzt zukommt. Abwarten und Tee trinken, sagt man ja, ne? So, die Sachen kombinieren wir schon mal. Dann haben wir das nämlich schon mal erledigt. Gibt es hier denn sonst noch was? Gucken wir mal. Ne, hier liegen nur Zombies. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die gleich irgendwie aufstehen. Naja, warten wir mal ab. Liegt denn hier? Oh, ein Schneidewerkzeug. Das brauchen wir ja gleich, weil das eine ist, glaube ich, mit einer Kette zu. Von daher brauchen wir auf jeden Fall dieses Werkzeug. Hey! Leon! Claire! Warte! Ich bin gleich da! Okay! Claire! Ich bin so froh, dich zu sehen. Wie geht's dir? Der Helikopter kam wie aus dem Nichts. Bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Tut mir leid. Nein. Aber wie geht es dir? Weißt du, ich schlag mich durch. Das ist gut. Ja. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufgeben. Ich bin sicher, wir finden ihn. Mist. Du weißt, was das heißt. Ja. Essenszeit.
Claire, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich, Leon. Kümmere dich um dich selbst. Er verschwinde hier. Jetzt! Hey, lass uns das durchstehen. Fertige. So, da geht's auch direkt jetzt los. Da sieht man direkt die Zombies hier. Boah, der regt die Rübe weg. Perfekt, würde ich mal sagen. Schafft man auch nicht immer. Bei Standard sowieso nicht. Aber ich glaube, die Waffe ist auch richtig stark, meine ich. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber mit einem Schuss, zack, weg waren sie. Das ist doch schon mal praktisch. Was haben wir denn hier so? Eine Handgranate. Ja, wie wir die benutzen, wissen wir ja schon. Ist genauso wie mit den Texten. Also die Texte, die wir bekommen, die wir schon kennen, die werde ich auf jeden Fall dann so gesehen skippen. Weil die kennen wir ja schon auch aus Leon. Allerdings, sag mal so, wenn ihr nur den Claire-Part dann kennt, werde ich das so machen, dass ihr dann einfach stoppt. Und dann könnt ihr euch das auf jeden Fall durchlesen. So, hier haben wir noch ein bisschen Munition. Weiß nicht, sollen wir die Waffe mal mitnehmen? Ich bin am überlegen. Den Hofschlüssel werden wir auf jeden Fall brauchen. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja, wie gesagt, Hofschlüssel. Ja, jetzt ist die Sache mit der Waffe, ne? Soll ich die mitnehmen oder nicht? Weil die nimmt schon ein bisschen Platz jetzt weg. Ja, komm, ich nehme die mal einmal mit. So, hier gehen wir weiter. Ah, komm mal da durch. Ich hoffe. Ich hoffe. Ja, da war was im Weg, aber wir haben es geschafft. Das ist schon mal gut. Dann können wir nämlich den Hofschlüssel hier benutzen. Zack, machen wir das Ding auf. So, den Schlüssel brauchen wir dann natürlich auch nicht mehr. Ist ja klar. So, hier haben wir noch ein Holzbrett. Das würde ich direkt nehmen. Ah, schade, ey. Ich dachte, man hätte das wenigstens machen können, ey. Aber dann eben nicht. Da ist ja noch einer. Weil ich würde auf jeden Fall hier rein, weil aus dem Leon-Part kennen wir ja noch, dass hier die Schlüsselkarte drin ist. Von, Oh nein. Schaffen wir das? Einter? Ne, der kommt jetzt, okay. Das Kraut nehmen wir auch mal mit. So, dann haben wir das nämlich auch schon mal. Aber die stehen eh jetzt gleich auf. Genau die Schlüsselkarte meine ich. Ja, hier mit einem Rubin ist das. Aber das machen wir zum Beispiel erst später. Stehen jetzt nicht auf. Nee, gut. Perfekt. Ich dachte nämlich, die stehen jetzt auf. Das wäre natürlich nicht so schön gewesen, wenn die jetzt aufgestanden wären. So, was haben wir denn hier? Ausgerissene Seite. Ah ja, stimmt, das ist das Buch, was wir von Elliot kriegen. Oder die Zettel. Nämlich wegen den Rätseln. Hier kriegen wir ein Kampfmesser. Schöne Sache. Kriegen wir hier sonst noch was? Gucken wir gleich mal. Bin ich mal gespannt, ob wir hier noch was kriegen. Wie gesagt, alles weiß ich hier gar nicht mehr. So, hier ist auf jeden Fall ein Speicherraum. Das hatten wir ja bei Leon auch.
So, dann würde ich schon mal ein paar Sachen hier zurücklegen. Holzbretter würde ich jetzt mal mitnehmen. Das packen wir erstmal weg, würde ich sagen. Die Waffe auch. Schneidewerkzeug brauchen wir das jetzt. Ich bin gerade am Überlegen. Nee, ich glaube, doch, oder? Schneidewerkzeug nehmen wir mal mit. Holzbrecher nehmen wir auch mal mit. Hier mal. Stimmt, ich habe mal. Genau, ich habe mal reingeguckt. Ein bisschen reingeguckt habe ich. Wir werden auch hier speichern dann wieder. So. Was haben wir denn hier? MP-Munition. MP-Munition. Ach, guck mal. Da haben wir Mr. Raccoon. Aber die werde ich jetzt nicht einsammeln, weil MP-Munition haben wir jetzt auch nicht. Dafür, die packen wir jetzt erstmal weg. So. Kurz nachladen. Elektroteil nehmen wir auch mit. Weiß jetzt nicht. Wir brauchen auf jeden Fall gleich wieder viel Platz. Aber wir werden wahrscheinlich eh alle Zombies eliminieren. Die uns auf dem Weg entgegenkommen. Der lebt da immer noch. Ne? Stirbt mal endlich. Wir gehen schon mal hier rein. Ja, genau, Schneidewerkzeug brauchen wir hier. So. Bett rein. Munition nehmen. Blendgranate haben wir hier auch noch. Ausgerüstet, ja. Nee. Ach man, bleib doch liegen. Ah, Schießpulver. Das wusste ich gar nicht, dass die hier durchkrabbeln. Komm, steh auf. Jetzt steht auch noch der andere auf, ne? Oh, der ist tot, okay. Der ist auch tot, alles klar. So, dann würde ich nämlich sagen, wir gucken mal. Ah, hier ist auf jeden Fall noch was. Aber wir haben auch keinen Platz mehr, ne? Ja. Ich würde mal sagen, wir gehen einmal kurz zurück. Weiß ja nicht, ob hier noch jemand kommt. Bin ich mir unsicher. So, dann schauen wir mal. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt ein bisschen Platz wieder haben. Ach, da ist ja noch was. Nice. Gut, die Blendgranate weg, Schießpulver weg, Schneidewerkzeug. Mitnehmen, ja, nein. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Ach, hier ist ja noch was, ne? Ja, eine Handgranaten. Oh. Richtig gut. Dann holen wir uns mal. Was war das? Ventilgriff, glaube ich, war das noch. Und eine hochwertige Munition. Die holen wir jetzt beides. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. So. Hier haben wir das Ventilgriff. Und hier haben wir die hochwertige Munition.
Dann gehen wir wieder zurück und packen das erstmal weg, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das ist halt, weil wir gerade nicht so viel Platz haben. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall so machen. Ansonsten kriegen wir das auch nicht gebacken. So. Dann würde ich auch schon mal nochmal speichern. Obwohl, wir müssen eh nochmal hier rumzischen. Weil hier gibt es noch einige Räume, die haben wir noch nicht erkundet. Deswegen würde ich einmal kurz das Schneidewerkzeug wegpacken. Mal, kommen wir noch irgendwo hin, wo wir das Schneidewerkzeug brauchen? Ich weiß es jetzt gerade. Ach doch. Ich glaube schon. Bin mir aber unsicher. Aber erstmal gehen wir in die Räume, wo wir jetzt noch nicht waren. So, hier haben wir ja einen Raum zum Beispiel. Das war's. Alles klar. Hier gibt es nichts. Okay. Den Raum kennen wir ja auch noch von Leon. Ah, perfekt. Knarrenmunition. Haben wir hier sonst noch was? Nee, okay. Aber im Büro ist noch was. Im Büro ist noch was. Ja, dann gucken wir uns das nochmal an. Was ist das denn für ein Raum? Ah, guckt mal an. Hier ist ja auch noch was. Ja, gut, geile Sache. Geile Sache. So, dann gehen wir mal im Büro rein. Ich hab vergessen, da wegzuräumen. Ah. Dann müssen wir andersrum rein. Geht nicht anders. Ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns alles hier mit Claire erwartet. Ja, man merkt schon, das ist jetzt hier kein Zuckerschlecken, finde ich. Ist hier noch was? Auf jeden Fall, das können wir machen. Hier ist auf jeden Fall noch irgendwas. Ja, ja, Zombie, wir wissen's. Den Tresor können wir nicht aufmachen. Oho. Noch mit der Ruhe. Ach, Kraut. Hier ist noch ein Kraut. Nice. Da will ich jetzt nochmal zurückgehen. Und nochmal gucken. Da waren ein paar Sachen abliefern wir da. Kraut. Wir wurden ja noch nicht gebissen. Das packen wir auch mal weg. Ja, Holzbretter nehmen wir erstmal am Anfang mit, würde ich sagen. Wir können ja auch schon mal nachladen ein bisschen. Warte mal. Wir speichern mal einmal auch kurz ab. Falls irgendwas passieren sollte. Wir haben ja jetzt alles hier weggeräumt. Jetzt muss ich mal. Hier speichern wir. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ach, gehen wir andersrum. Oder gibt es hier noch ein... Ach, guck mal an. Wir haben bei der Feuerwehrleiter noch was vergessen. Gut, dass ich noch mal geguckt habe. Hier ist noch ein bisschen Knarrenmunition. Hätte ich fast vergessen. Wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte. So, dann packen wir hier das Elektroteil rein. Och nö, hier sind auch Zombies. Jetzt ehrlich. Aber ich glaube, deswegen ist ja auch kein Speicherraum, meine ich. Ich hoffe es mal. Irgendjemand hier? Irgendjemand hier?
Heilungsspray. Oh, eine Gürteltasche. Da sehe ich doch noch jemand. Ist das nicht der Brenner? Jo, da ist der Brenner. Ich drehe am Rad. Und zack, ist hier rüber ab. So, was haben wir denn hier? Haben wir hier noch was? Erstmal gucken wir hier. Oh. Oh nö. Wette, der ist nicht vom Rettungsteam. Kommt er jetzt schon? Sag nicht, der kommt jetzt schon, ey. Ich glaube, wir brauchen was. Weil ich meine, hier war auch ein Raum, wo wir ein Schneidewerkzeug brauchen. Weil wenn ich mich aus Leon erinnern kann, ist das auf jeden Fall ein Raum. Bin mal gespannt, wo der Mr. X hier auftaucht. Ja, Schneidewerkzeug brauchen wir. Aber liebe Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns hier auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge und werden dann hier auf jeden Fall weitermachen. Oder mal schauen, was uns noch weiter erwartet, oder? Von daher, tschüss und bis dann.